ausgehend von Ihren Erfahrungen als langjähriger Chef des Bauhofs Kleinmachnow die Frage, was muss geschehen, dass ein Bauhof für die Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ein Erfolg wird? Ich denke, der Erfolg ist dann, wenn man das, was in den letzten 20 Jahren im Bauhof entstanden ist, weiterführt für die Region. Wir haben in den letzten 20 Jahren unser Personal geschult für die kommunalen Aufgaben, sodass wir technisch und personell für die Region die Leistung, die eine Kommune für ihre Flächen, für ihre Aufgaben hat, auch in guter Qualität erledigen können. Der Vorteil ist, dass die Kommunen ständig auf diesen Betrieb zugreifen können, was in Privatfirmen nicht immer zu jeder Zeit möglich ist. Und was ich auch gut halte, dass wir natürlich, weil wir dem öffentlichen Dienst gehören als Betrieb, natürlich dann diese Menschen auch nach öffentlichem Dienst gut bezahlen. Dabei ist ein kleiner privater Sektor, also Aufgaben, die privat vergeben werden können, ausgeschlossen. Ja, die Politik, so wie ich es auch gelesen habe, möchte, dass dann dieser Zweckverband gar keine Privatleistung erbringen, sondern nur für die Kommune da ist. Wenn die Politik das dann so entscheidet, dann ist das so. Ich habe als Bauhofchef gesehen, dass es natürlich immer Schwankungen in der Auslastung eines Betriebes gibt. Es gab Zeiten wie bei der Laubbeseitigung im Frühjahr, wo ich mit meinen 40 Leuten zu tun hatte in dieser Zeitspanne, die Natur mir gelassen hat, diesen Ort sauber zu machen. Wenn das natürlich dann besser wird mit der Auslastung, ich hatte ja auch Zeiten, wo für 40 Leute nicht immer Arbeit da waren, da habe ich natürlich versucht, um auch in der Gewinnbranche zu bleiben oder eine schwarze Null zu leisten im wirtschaftlichen Bereich, die wird ja von der Politik auch gemessen, sonst wird ja der Betrieb zu teuer, wenn dann auf einmal Löcher da sind, haben wir diese Löcher gefüllt für Leistung für die Bürger von Kleinmachnow. Und ich denke auch, dass die Bürger das sehr honoriert haben und zufrieden waren, dass so ein Betrieb, der Kommune gehört, auch Leistung dort erbringt. Aber entscheidend ist, was die Politik will. Und die Politik sind ja Vertreter der Bürger. Und da denke ich, dass die Bürger und die Politik darüber dann schon vernünftig entscheiden werden. Im Wohle der Sache. Denn ich denke schon, dass die beiden Bürgermeister, mein Bürgermeister Herr Grubert und Herr Schmidt, und auch die beiden Gemeindeparlamente mit der erbrachten Leistung eigentlich zufrieden waren. Und der Vorteil ist ja, dass wir ja viel, viel dringende Aufgaben, Verkehrsschild ist umgefallen, irgendwo ist was im Ort passiert, eine Einsatztruppe haben, wo jetzt die Gemeinde Kleinmachnow, auch die Stadt Teltow, wird Herr Schmidt bestimmte Städtchen da waren. Und dann natürlich, wenn Stahnsdorf, wie ich da in der Zeitung gelesen habe, dass der Bürgermeister Herr Alberts auch darüber nachdenkt, dass es eine Möglichkeit ist, dass natürlich dann auch viel Stahnsdorf leisten könnten. Was natürlich in der Privatwirtschaft nicht so einfach ist. Wenn Sie vorstellen, Sie haben Ihre Leute weg, jetzt ruft die Gemeinde an, Sie sollen was machen, wo sollen die Leute hernehmen? Von der Terrasse von Meier Schmidt wegziehen oder wie soll es gehen? Bei einer Kommune kann man dann sagen, was auf dieser Kommunenauftrag ziehe ich zwei Leute weg, dann wird diese Rasenfläche einen halben Tag später fertig, meint kein Mensch. Aber die Kommune kann sich darauf verlassen. Und ich halte das für einen guten Weg. Und ich bin ja so der Meinung, wir reden jetzt schon seit 15 Jahren, dass wir drei Orte doch ein paar Sachen gemeinsam lösen wollen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Feuerwehr, da haben wir uns schon manchmal schwer getan. Jetzt haben wir mit viel Leistung und Kraft das Schwimmbad geschafft. Ich bin der Meinung, dass der Bauhof ein nächster Schritt ist, dann vielleicht die Wohnungsgesellschaften, dann der Kita-Verbund, der Schulverbund. Denn in Berlin sind die drei Orte nicht mal ein Stadtbezirk. Und wir tun so, als ob wir alles alleine machen müssen. Und ich denke, wenn man ein bisschen wirtschaftlich nachdenkt, dann kommt man zum Schluss, dass es für unsere Bürger in der Region besser ist, wir lösen viele Aufgaben gemeinsam. Deshalb sind wir morgen noch nicht ein Ort, aber wir sparen Geld und haben Geld für andere sinnvolle Sachen für unsere Bürger. Es würde mich sehr freuen, wenn alle Abgeordneten der drei Orte ebenso denken wie ich. Würde mich freuen. Nur noch eine Frage, die ganz aktuell ist. Wir haben einen sehr langen Winter. Der bedeutet Spitzenbelastung für einen Bauhof. Sind auch solche Extreme mit in der Rechnung?
Ja, also das ist ja nicht der erste Winter, der uns stark gefordert. Ich habe auch so einen Winter. Es tut mir leid, dass mein Nachfolger gleich so einen Winter bekommt, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber das ist absolut drin. Und ich sage mal, dafür bildet man ja auch ein paar Rücklagen. Wir haben Pauschalverträge. Wird ja immer diskutiert, ist der Pauschalvertrag das Richtige oder machen wir einen Grundvertrag und dann Einsätze. Weil diesen Winter werden alle Kommunen jetzt nochmal mit dicken Nachzahlungen dran. Und das Geld ist in den Haushalten ja überall knapp. Bei den Globalverträgen haben wir einen festen Satz. Damit kann die Kommune rechnen, damit können wir rechnen. Und wenn Sie ehrlich sind, über 10 Jahre gleicht sich das aus. Und der Vorteil ist ja, sollte in so einem Zweckverband oder in so einem Bauhof was übrig bleiben, dann können die drei Orte ja immer noch darüber verfügen, was damit wird, ob es in die Rücklage soll oder ob an die drei Kommunen was ausgezahlt wird. Ich bin jetzt zwar kein Jurist, aber wir haben im vergangenen Jahr etwas über 30.000 in die Kommune abgeführt. Ich muss natürlich auch sagen, wir haben viele, viele Jahre von 1991, glaube ich, bis 97 die Gewinne behalten dürfen. Da war die Politik der Meinung, dass wir diesen Bauhof aufbauen wollen. Und wir hatten ja, wo wir angefangen haben, Technik fast null und haben jetzt so einen, denke ich, personell und technisch ausgerüsteten Bauhof, der die Aufgaben in der Region leisten kann. Man muss vielleicht das eine oder andere nachrüsten. Aber weil wir auch die Größe haben, haben wir natürlich Technik, die so ein kleines Unternehmen sich gar nicht leisten kann. Aber damit schaffen wir auch den Kampf in dem Lohnsektor, dass wir mit hochmotivierten Leuten und guter Ausrüstung gegen Kleinrasenmäher oder so antreten. Das ist nichts Böses, aber nur so ist das leistbar. Und ich denke, wenn ich zurückgucke, ich habe mit vielen, vielen mittelständischen Unternehmen in der Region jahrelang gut zusammengearbeitet und habe mich eigentlich auch mit denen gut verstanden. Und wir haben uns eher mit ins Spiel gebracht und nicht gegeneinander gearbeitet. Denn das sind alle Menschen, die in der Region arbeiten und auch der Bauhof hat, glaube ich, über 80% Beschäftigte, die in den drei Orten hier leben und hier arbeiten. Das haben andere Betriebe auch, das bestreite ich gar nicht. Und ich sehe auch kein Gegeneinander, ich sehe dort ein Miteinander.